kannst mich töten. Es ist nicht mehr wichtig. Meine Mission ist, den Anführer der Abweichler auszuschalten. Und ich erfülle immer meine Mission. Wir kämpften für unseren Traum und haben verloren. Aber ihr könnt mein Volk nicht ewig unterdrücken. Eines Tages werden wir uns wieder erheben und siegen. Na los. Schieß. Worauf wartest du noch? Ich habe keine... Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Wir kommen zurück zu Detroit. Okay, ich habe keine Ahnung. Und AKA, es leckt ab und zu mal, ne? Und so. Und jetzt rüber nach Detroit für einen Bericht zum Konflikt, Joss. Ja, Michael. Die Behörden haben gerade bestätigt, dass die Kämpfe in Detroit beendet sind und die Lage am Hardplaza-Lager jetzt unter Kontrolle ist. Wir sehen, wie in diesem Moment Soldaten durch die Stadt ziehen. Und die letzten fliehenden Abweichler unschädlich machen. Endlich ist wieder Recht und Ordnung in die Straßen Detroits eingekehrt. Es herrscht allgemeines Entsetzen in Detroit nach den erschreckenden Ereignissen der letzten Stunden. Die Zerstörung der Androiden in den Lagern kann wie geplant weitergehen. Trotz allem wird es noch dauern, bis sich Detroit von diesen Vorfällen erholt hat. Durch die Erschaffung von Maschinen, die intelligenter sind als wir selbst, haben wir riskanterweise nicht weniger als die Zukunft unserer Zivilisation aufs Spiel gesetzt. Jedoch ist die Situation jetzt unter Kontrolle. Die absolute Zerstörung der Androiden wird bald abgeschlossen sein und auch die letzten verbleibenden Abweichler wird man finden und vernichten. Gott schütze sie und Gott schütze die Vereinigten Staaten von Amerika. Oh, super, ne? Das Spiel macht mich völlig fertig, ganz ehrlich. Also, ja.
So, jetzt so gut hier. Oh Gott, Leute. Leute, Leute, Leute. Ach, Leute. Ja, ne? Super. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, ganz ehrlich. Es ist so scheiße. Ach, scheiße. Connors letzte Mission. Nicht mal die habe ich erfüllt, weil ich so super bin. Ja, ne? Kara. Connor am Cyberlife Tower. Kara verlässt Detroit. Na, dazu sind wir ja leider irgendwie nicht gekommen, ne? Wir wurden geschnappt. Ja. Oh Gott, was uns hier auch an Spielzeit nochmal verloren geht, ne? Ich wollte, also jetzt kann ich ja sagen, ich wollte das Let's Play nicht in die Länge ziehen. Nee, ohne Scheiß. Ach, scheiße. Befreit in Sludgo. Mit vernarbtem Android reden. Mit gerettetem Android reden. Ach, wahrscheinlich die, die ich da befreit habe, hm? Beschwichtigend, die Reihe geht vorwärts. Vortreten. Oh, shit. Mit Alice in einer Reihe. Okay, einen Fluchtweg finden. Scheiße. Ich hätte das vielleicht... Oh Gott, wir hätten... Oh. Ja, nö, ich sag jetzt gar nichts mehr. Hi. Ja? Ich muss Ihnen etwas sagen. Jetzt schockt mich eh nichts mehr. Hau raus. Als ich Ihnen zugesehen habe, hat sich etwas in mir verändert. Ich fühle mich anders. Es fühlt sich an, als wäre ich jemand. Ich muss hier weggehen und ich bin. Das heißt, wir beide werden uns nicht mehr sehen. Ich werde Ihnen nicht mehr zusehen. Doch ich werde frei sein. Werden Sie mir erlauben zu gehen? Bitte was? Ja, hau ab. Mir ist eh alles egal. Das werde ich Ihnen bestimmt nie vergessen. Ja. Aber Moment. Danke. Aber Moment mal, das heißt jetzt, du bist dann nicht mehr in meinem... Hey, warte mal. Hey. Moment mal. Das heißt, die kommt jetzt nie mehr wieder und ich kann auch nicht auf Fortfahren, weil wir haben nichts mehr zum Fortfahren, liebe Freunde. Wir haben... Ja. Okay, also wir haben... Ich würde jetzt mal es sehr optimistisch ausdrücken. Wir haben sehr versagt. Ich werde auf jeden Fall dieses Scheideweg-Kapitel nochmal spielen. Und dann die nachfolgenden. Ja. Das ist erstmal der Plan. Aber offiziell, liebe Leute, sind wir mit dem Let's Play durch. Wer hätte es gedacht? Was gibt es denn hier in den Extras? Artworks, Videos, Galerie, Umfrage. Was ist denn in der Galerie? Haben wir auch schön alles freigespielt? Ja. Anscheinend haben wir das. Was ist denn, wenn ich sowas anklicke? Möchtest du den Inhalt kaufen? Was? Wie, ich kann Inhalte kaufen? Ach was. Okay. Also kann ich hier, ich weiß nicht, was ist denn, wenn ich jetzt so... Wir kaufen einfach mal Connor. Ich habe keine Ahnung. Und jetzt so? Cool. Ach, guck mal. Jetzt sehen wir, Connor ist ein Prototyp, bla bla bla.
Connor-Modell verfügt über eine physikalische Simulationssoftware, die auf der Spurenanalyse am Tatort basiert. Durch Überprüfung der vorhandenen Beweise werden vergangene Geschehnisse rekonstruiert. Ja, sehr hübsch, Connor, sehr hübsch. Okay, also können wir hier quasi alle erspielen, aber was ist denn mit denen, die wir nicht freigespielt haben? Haben wir da wahrscheinlich nicht alle Entscheidungen getroffen? Ach, guck mal, wir haben hier sogar den Hund. Wie cool. Ja, hier fehlen einige. Okay. Eine Taube. Taube auf dem Dach. Prototyp von irgendwas. Keine Ahnung. Nee. Okay. Also ich würde es sehr gern machen tatsächlich. Doch nochmal ein Kapitel ranhängen, wo wir das hier nochmal spielen. Ich mach's einfach. Es kann ja jeder so gucken, wie er will. Ansonsten haben wir das jetzt Play offiziell, wie gesagt, beendet. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen vor allen Dingen und für die Bewertungen und vor allen Dingen für die mega interessanten und spannenden Kommentare, die auch alles irgendwie wieder hinterfragen. Und genau das finde ich, genau das ist so toll am Let's Playen. Das ist mit einer der Gründe, weshalb ich überhaupt damals damit angefangen habe. Man tritt in Kontakt mit Leuten, die die gleichen Interessen haben wie man selbst. Weil in meinem Umfeld hier so gibt es leider solche Leute nicht. Aber euch gibt es dafür. Und ich weiß nicht, wir alle gucken uns das Spiel an und machen uns unsere Gedanken. Und man kann sich drüber unterhalten und austauschen. Und das finde ich mega wichtig und das finde ich mega super. Und ich denke mal, wenn ich jetzt selber ein Spiel machen würde, würde ich auch wollen, dass die Leute sich darüber austauschen. Ist ja logisch. Und ich finde generell dieses Androiden-Thema sowas von spannend. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich, wie soll ich es ausdrücken, echt überwältigt bin, wie das Spiel mich mega verarscht hat. Weil gerade die Beziehung, wo ich gesagt habe, okay, wenn es sein muss, gehen wir da über echt über Leben und Tod. Gerade das ist dann auch ein Androiden-Mädel, wobei jetzt wieder der Gedanke hinzukommt, wieso ist es denn jetzt weniger schlimm, dass sie jetzt vielleicht stirbt oder whatever, weil es ein Android ist oder halt kein Mensch. Das macht das Spiel mega gut, tatsächlich. Also ich meine jetzt die Alice-Geschichte und die ganze Zeit vorgaukeln, dass es ein echtes Mädchen ist und dann am Ende quasi enthüllen, nein, das war die ganze Zeit auch ein Android. Und dann muss man nämlich sich selbst hinterfragen, ist es jetzt... Ändert das jetzt was am Verhalten, weil man weiß, dass es ein Android ist? Oder ist es... Ich musste mich das tatsächlich gerade fragen. Und ich weiß nicht. Ist mega krass eigentlich. Ein bisschen habe ich kurz mal gedacht, okay, es ist auch doch nur ein Android. Und dann war das gleich so ein bisschen abgewertet. Muss ich ganz ehrlich gestehen, es ist krass. Aber nichtsdestotrotz ist ja die Beziehung zwischen Kara und Alice wichtig. Und eigentlich recht schön. Ich habe mich jetzt bloß gerade gefragt tatsächlich, wieso die Kleine dann Fieber hat. Wobei es aber auch wieder erklärt, weil, das hat ja Lufa kurz zu ihr gesagt, das hatte ich in dem Moment gar nicht für voll genommen. Weil Lufa meinte, du wolltest eine Mutter sein und die Kleine brauchte irgendwie eine Mutter oder whatever. Das heißt, der Vater hat sich einfach mal zwei Androiden geholt, ein Kind und eine Mutter, damit er halt quasi so eine Familie vorspielen kann für sich selbst quasi. Und wahrscheinlich sind diese Kinder-Androiden so programmiert, dass die tatsächlich auch wie Kinder halt agieren, sodass die Mutter dazu sich dann auch gebraucht fühlt, weil das Kind krank ist zum Beispiel. Wahrscheinlich irgendwie in der Hinsicht. Und ich sehe jetzt gerade in diesem hellen Bildschirm erstmal, wie dreckig mein Monitor ist. Meine Güte. Den muss ich auf jeden Fall mal sauber machen. Sorry, jetzt habe ich voll die Stimmung zerstört. Nee, also nichtsdestotrotz, ich bin ehrlich gesagt bei Connor ein bisschen enttäuscht, weil ich wollte eigentlich mit Connor durchziehen, habe ich ja auch überhaupt gar nicht gemacht. Mit Marcus, das ist... Naja. Marcus hat irgendwie den ungünstigsten Tod abbekommen. Ja, und Kara und die Kleine. Und Lufa, ach Mann. Wie gesagt, ich spiele gerne die Kapitel dieses Am Scheideweg-Döns nochmal. Wir schauen mal, ob wir was Gutes rauskriegen. Also ich würde auf jeden Fall gerne noch die guten Enden zeigen, dass wir zumindest... Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht, tatsächlich. Ich fühle mich so wie, ich habe mir das ganze Spiel über Mühe gegeben, dass die alle am Leben bleiben. Und am Ende wurde ich mit einem Schlag einfach voll über den Tisch gezogen. Aber okay. Nichtsdestotrotz, wir haben Entscheidungen getroffen, wir sind dabei geblieben. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Ich habe es ja, wie gesagt, nicht gemacht.
werde es, wie gesagt, hinten ranhängen und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Ich hoffe, dass das mit dem Remote-Play nicht so schlimm war, dass es ab und zu mal geleckt hat und die Grafik so ein bisschen doof war. Mich persönlich hat es gestört, aber ich hoffe euch nicht so sehr. Okay, mehr fällt mir nicht ein. Vielen Dank nochmal für eure Zuschauen und für die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei irgendeinem anderen Let's Play. Keine Ahnung, was kommt. Wieder, ne? Bis dann. Dankeschön. Tschüss.